Was geht ab, ihr kleinen Schnittchen? Da es euch so gut gefallen hat, sind wir wieder zurück mit 50 Fragen zu Harry Potter in der Kategorie Mittel. Heute sind dabei Peter, Sebastian und Jay. Es gibt 5 Punkte für die richtige Antwort. Ich habe zufälligerweise das gleiche T-Shirt an, wie bei der letzten Folge. Wie immer. Alter, Peter trägt einfach immer das gleiche. Ich habe mich gerade umgezogen. Ich habe ein graues T-Shirt an diesmal. Nein! Du hast nur deinen Farbfilter so verändert, dass es grau wirkt. Alter, ja, und den Kragen geändert hat. Alter Junge, das ist richtig krass. Ich habe jetzt ganz viele Farben. Was krass ist, Frage 1. Ne? Hier ist nämlich, wie viele Champions nehmen am trimagischen Turnier in Harrys... Jay? 4. Das ist richtig. War mir sehr sicher. Direkt nochmal hinterher geklickt. Frage 2. Welche zwei Möglichkeiten gibt es, ein Quidditch-Spiel zu gewinnen? Sebastian. Durch Tore und durch den Schnatz. Frage 3. Kann das auch durch Tore beenden? Wenn keiner quasi den Schnatz. Nee, das geht so zu endlich, bis der Schnatz. Weil doch der Schnatz. Der Schnatz wird doch eigentlich. Keine Ahnung. Der Schnatz wird doch eigentlich nie gefangen, so. Also super selten nur. Ich dachte auch, der Schnatz gibt einem nur so Bonuspunkte. Ich dachte auch, der Schnatz gibt 100 Punkte. Nee, du gewinnst direkt, meine ich. Der wird immer. Du hast doch immer gewonnen dann. Und Harry hat immer gewonnen. Harry gewinnt immer. Harry hat immer gewonnen. So, 3. Ja. Wer ist die Hauslehrerin von Gryffindor? Jay. Professor McGonagall. Ihr seid aber auch schnell heute. Jay ist wirklich gut, ey. Okay, Frage 4. Mit was lassen sich verstandene Personen wieder ins Leben rufen? Also schließen wir die Frage einfach. Mit einer Goldnadel in Final Fantasy. Zählt 3, 2, 1. Geschlossen. Es werden die... Oh, fuck. Egal. Das war zu geschlossen. Spät. Alraunen wäre es gewesen. Ja. Oh, sind das die Dinger, die so schreien? Ja. Ja. Ah. Frage 5. Von was träumt Harry oft im 5. Teil? Jay. Von dem Angriff von Voldemort damals, wo die Eltern ermordet wurden und er angegriffen wurde. Nee. Peter. Von dem geilen Mädchen, auf der da steht. Nee. Beides not even close. Das ist belastend. Von was träumt er häufiger? Im 5. Teil. Ach, im 5. Oh, fuck. Was war denn der 5. Teil überhaupt? Das ist nach dem Turnier, oder? Feuchte Träume und so, weil er halt schon älter wird, Peter, du Ferkel. Ja, der hatte doch da auch eine Freundin, Cho oder so hieß die, glaube ich. Chung hieß die. Okay, niemand. Das ist diese Frage 3. 2, 1, Frage ist geschlossen. Und die Antwort wäre einer Tür, die zur Mysteriumsabteilung führt. Was? Ja, habt ihr nicht gewusst, wa? Frage 6. Ja, da ist die Prophezeiung drin. Stimmt. Wie lautet Peter Pettigrews Spitzname? Jay. Wurmschwanz. Das ist richtig. Das ist auch Jays Spitzname. Du bist Ratte. Das sieht auch genauso aus wie der. Dann Frage 7. Was sind unverzeihliche Flüche? Sebastian. Abracadabra, Flüche, die verboten wurden und einen töten. Ja, aber das sind 3, du hast einen genannt. Ach so. Nee, hat er nicht gesagt, was sind? Was sind die unverzeihlichen Flüche? Also 3 Stück. Achso, du wolltest die alle Flüche, haben. Die verboten sind. Ja. Oh. Ich dachte, du wolltest wissen, was das ist. Nee, ja, weil ich will ja auch wissen, was das ist. Was sind die unverzeihlichen Flüche? Ja, das sind Flüche, die verboten wurden. Die unverzeihlichen halt, ne? Ja. Hat ja. Okay, und was passiert, wenn man die trotzdem einsetzt? Komm, so viel gebe ich dir noch. Die werden dann nicht verziehen. Dann wird man dafür bestraft. Die sind verboten. Und Leute sterben. Boah. Ha. Du hast jetzt schon sehr viel geredet, natürlich. Dementsprechend. Oh. Ist okay. Als ob. Was ist denn die Lösung? Flüche, die einen sofort ins Gefängnis bringen, wenn man sie einsetzt. Namentlich wären es die 3 Avada Kedavra, der Todestuch, Crucio, der Folterfluch und Imperio, der Fluch, der den Willen des Bezauberten einem unterwirft. Okay.
Das war, Sepp, ne, das war, jetzt kriegst du einen zugeben, gut, beim nächsten Mal kriegst du einen weg dafür. Sehr geil. Das war jetzt auch hier zu beanstanden. Diese das war dafür, das okay. letzte Mal, das, halt das zu meinem Nachteil entschieden wurde. Ne, wurde zu deinem Vorteil entschieden. Deswegen, genau. Beim, achso, beim letzten, da hatte man es ja in der letzten Folge. Das ist schon ja. so lange her. Hast du ja nicht egal Antwort gegeben. Kannst du dich nicht daran erinnern, Pferd, aber. Nee, hatte ich das gleiche T-Shirt an, aber ist schon lange her. Frage 8. Oh Leute, das hat einen Namen. Wie heißt das Haus der Weasleys? Oh, Fuchsbau. Jay. Oh, jo, das ist richtig. Nice. Alter, Frage 9. Was macht Harry mit seiner Eule? Oh, ja, genau, die Frage ist nicht. Oh nein. Was macht Harry mit seiner Eule Hedwig im siebten Teil? Gibt's da, einen Director's Cut, wo... Raus, ja, schluck Hedwig, du Sau. Okay, also was macht Harry da mit seiner Eule Hedwig im siebten Teil? Niemand? Willst du da was Bestimmtes haben oder darf ich auch umschreiben? Ja, du kannst das von mir aus auch umschreiben. Ich mache, ich lege es nicht. Ich? Okay, Peter. Er benutzt sie, um einen Brief zu verschicken. Nee. Macht er bestimmt im siebten Teil auch. Dann lass ich. Genau das meine ich nämlich. Dann schließe ich die Frage 3. Zweiklassengesellschaft. 1. Ist schon eine Zweiklassengesellschaft, aber das, hier steht halt nur, er lässt sie frei, Peter. Steht nicht, und er hat sie auch mal mit einem der Brief. Die stirbt doch. Ich meine auch, sie stirbt. Aber vielleicht erst, nachdem die freigelassen wurde. Ich hätte begraben gesagt. Aber hier steht nur, er lässt sie frei. Ne, begraben wird die, glaube ich, nicht, Jay. Die fällt einfach vom Himmel. So. Okay. Richtig traurige Szene. Ja, also wenn die dann nicht verfolgt, und dann hat Hedwig sich so vor die geschmissen, während die in der Luft verfolgt werden. Keine Ahnung. Und dadurch den Zauber. Vier Bücher habe ich gelesen danach. Okay, geht aber um die Filme, Peter, nur zur Info, wa? Ja, aber ich habe auch nicht alle gesehen. Okay, Frage 10. Was ist der Orden des Phönix? Da gibt's eine richtige Antwort drauf. Glaube ich. Orden? Ja. Ich probiere einfach mal. Peter. Das ist ein Orden, den du kriegst, wenn du da Turnier schaffst. Nee. Das ist der fünfte Teil von Harry Potter. Das fünfte Buch, beziehungsweise der fünfte Film. Fuck you. Das ist die richtige Antwort. Was wäre denn die vorgegebene Antwort gewesen? Ich meine, Jay hat natürlich eine korrekte Antwort. Eine Geheimgesellschaft, die Voldemort bekämpft, gegründet von Dumbledore. Ja. Ach, das war... Wow. Natürlich. Keine Ahnung, das fünfte Buch war das dickste und damit das schlechteste. Frage 11. Welche Stelle wird im Lehrerkollegium jedes Jahr neu besetzt? Peter. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das ist richtig. 12. In welches Haus passt Harry laut dem sprechenden Sepp? Slytherin. Ebenfalls sehr gut. Bei 13. Wer ist der Erbe von Slytherin? Oh, Jay. Salazar. Nee. Slytherin. Nicht? Okay. Keine Ahnung. Wer ist der Erbe von Slytherin? Peter. Tom Riddle. So, nämlich, ne? Fuck. Riddle meint Tom. Riddle meint. Okay. Ah. Muss ich kurz. Das ist der Gründer gewesen, der hässliche Salazar. Frage 14. In welche beiden Jungen verwandeln sich Harry und Ron im zweiten Teil, um mit Malfoy zu reden? Ja, wie heißen die denn nochmal? Nur zur Information, einer von denen ändert dann am Ende in einem späteren Teil seiner Hautfarbe. Wait, Crab what? Und Goyle. Das sind Crab und Goyle, ja. Der Schauspieler hat sich geändert. Ich weiß, wie die der Schauspieler heißen, hat sich geändert, Peter, und deswegen. Stark. Muss dir aber kurz überlegen. Frage 15. Respekt. In wen verliebt sich Harry in der Halb... Peter? In Cho. Nope. Okay, Jay? Ginny Weasley. In Ginny Weasley. Ach, komm, ey! Ach, da war das. Nicht der Schuh. Frage 16. Aus was besteht die erste Aufgabe des Trimagischen Turniers? Uff. Boah. War das das? Das Jay. Labyrinth zu bestehen. Nee. Nicht das Labyrinth? Jay. Dann das Tauchen. Nee. Fuck. Step. Den Drachen zu bekämpfen. Weiß es nicht.
Robert Pattinson stirbt dabei, ne? Ja, das war beim Tauchen. Nee, der stirbt doch im echt? Stirbt der nicht im Labyrinth? Ach, kann auch sein. Der stirbt im Labyrinth. Ja, das ist richtig. Bin nah genug dran. Also Harry bekämpft da den Drachen. Ich weiß aber nicht mehr, was er da machen muss. Ja. Ich glaube, der muss da einfach nur was vom Drachen wegnehmen oder ja, da in der so, Nähe, ne? Snacken. Genau. Und in dem Fall ist es ein goldenes Ei. Ah, das war das. Frage 17. Wem gehört das Buch des Halbblutprinzen? Sepp. Tom Riddle. Nee. Ach Jay. Nein. Harry Potter. Nee. Sepp sagte 8 nein, drückt aber nicht. Ja, Dann schließe ich die Frage gerne auf. Nein. In 5, 4, 3, 2, nein, hier, warte, wie komme ich jetzt auf den Namen nicht hier? Und geschlossen. Okay, Sepp, das zählt noch von mir aus, war noch drin. Der mit den schwarzen Haaren. Ja, drei, nee, ich wollte schon einen Namen. 3, 2, 1. Für die Tränke zuständig. Wieso komme ich denn jetzt nicht? Achso, der. Okay. Hey, das ist ja schon geschlossen. Nee, das war jetzt geschlossen. Ja, komm, ey. Achso, das war jetzt geschlossen, okay. Ja, schade. Ja. Severus Snape. Snape! Oh Mann, wieso kann ich? Ich hatte gerade voll die Blockade, voll dumm. Oh. So, Frage 18. Wie kommen Harry und Ron mit zweiten Teil zur Schule? Mit dem Auto. Mit dem fliegenden Auto. Ja, es war ein Ford Anglia. Nur zur Info. Geil. Werde ich mir safe merken. Frage 19. Ford Ugly. Ja, ja, quasi. Wie heißt die, wie heißt Voldemorts Schlange? Nigiri! Entschuldigung nochmal, wie heißt die? Nigiri! Nee. Oh, Jay. Komm, ey, du lässt ihn da tausendmal die so sss macht. Nee, was? Nagiri. Ja, ist so. Als ob die jetzt so anders sich anhört. Also, der zweite lasse ich dir gelten, weil du den zweiten Buchstaben zu einem A gemacht hast. Bei dem ersten hast du Nigiri gesagt, aber der ist Nagini. Nigiri oder? Der heißt Nagini. Ach, Nagini. Also das ist schon sehr. Also das finde ich aber auch fies, dass er den ersten schon nicht durchgehen lässt. Ich finde es krass, egal, dass er das zweite durchgehen lässt. Ich finde das auch krass. Das war schon so weit. Ja, also, Sepp hat 1000 Punkte schon geschenkt bekommen. Ja. Wer gewinnt? Frage 20. Im ersten Schuljahr die entscheidenden Punkte für den Hauspokal. Für welches Haus? Achso. Ja, Peter. Harry Potter. Nee, nicht immer Harry Potter. Jay. Hermine. Nee, auch nicht. Peter. Ron Weasley. Nee. Wir gewinnen im ersten Schuljahr die entscheidenden Punkte für den Haus. Noch andere Schüler in dieser Schule. Ja. Hier. Wie heißt der nochmal? Ja. Neville Longbottom. Neville Longbottom. Das hat nichts zu tun im ersten Teil, oder? Was? Der Ding ist auch. Neville? Nice. Was? So, da hätte ich gerne einen Namen, ja? Keine Beschreibung. Warum kann Hermine im dritten Jahr mehr Fächer belegen als alle anderen? Vielsafttrank. Nee. Da hättest du gerne einen Namen. Fuck, da könnte ich dir die Beschreibung geben. Ja, aber da habe ich extra gesagt. Vielsafttrank. Ach, nee, Quatsch. Nee. Oh mein Gott, warum kann Hermine im dritten Jahr mehr Fächer belegen als alle anderen? Wie heißt das denn nochmal? Dreht sie die Zeit zurück? Oder wie war das denn? Ja, aber wie heißt das? Ich glaube, Stefan. Und auch wieder Stefan benutzen, die Zeit zurückzudrehen. Mann, war das super. Gibt keinen Plan. Okay, dann schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Ende. Weil sie einen Zeitumkehrer besitzt. Ach, Zeitumkehrer. Ich hätte Zeitchronograph gehabt. Fuck, ey. Geil. 22. Was ist die Strafarbeit von Umbridge, die Harry erledigen muss? Sepp. Einen Text abschreiben und er bekommt dabei Schmerzen zugefügt. Also er muss einen Text schreiben und das dabei... Ich muss er das wieder fünfmal erklären. Ach komm. Nee. Ich muss mal ganz kurz noch was nachgucken. Nee. Ich hab lieber nachgeguckt, weil es... Das ist der Tipp für alle, weil es auch ums Schreiben geht, aber er muss nichts abschreiben. Sepp. Er muss schreiben, was sie ihm diktiert. Ja, das ist ein Teil, ja, aber das ist nicht die Antwort, um die es geht.
Ist ja schon was ganz Spezielles, was er da tun muss, was er schreiben muss und wie und so. Sepp. Er muss mit einer speziellen Feder die Worte schreiben, wiederholt schreiben, die sie ihm gesagt hat. Wenn du so wissen willst, was sie gesagt hat, das war nicht Teil der Frage. Nee, okay, aber das ist noch nicht alles. Dann fick dich. Okay. Ich drück nicht, Alter. Ich hab keine Ahnung. Okay. Alter, dann schließe ich die Frage. Vielleicht zwisst ihr sie mit dem Zauberstab noch währenddessen. Also, natürlich muss Harry etwas aufschreiben, was sie ihm sagt. Aber wichtig ist auch, A, in seine eigene Hand soll er die Worte, das hätte man nicht wissen müssen, soll er die Worte schreiben, ich soll keine Lügen erzählen, mit seinem eigenen Blut. Was hast du für eine Psychotante? Hä? Nein. Er schreibt mit einer Feder doch das auf ein Blatt Papier. Ja, und dadurch mit seinem eigenen Blut. Ja, weil die Feder das selber transformiert, aber er muss ja nicht selber sein Blut vorher abzapfen und dann... Nee, aber die Feder schreibt mit seinem Blut. Ja, das ist halt der magische Effekt, aber er schreibt ja mit einer Feder auf ein Blatt Papier und dann wird das in seine Hand doch reingeritzt währenddessen. Ja, aber das hast du ja alles nicht gesagt. Ja, aber das tut er ja auch nicht, das passiert ja, also... Ja, aber es geht ja darum, was die Strafe ist. Und nee, ich denke, weil das ist schon Teil der Strafe. Es geht darum, was Harry machen muss als Strafe. Was ist die Strafarbeit von Umbridge, die Harry erledigen muss? Ja, und von der Feder mit dem Blut hast du nichts erzählt. Ja, aber das muss er auch nicht machen. Das macht die Feder ja. Also ich bin da jetzt bei Bram. Du musst ja auch nicht beschreiben, wie das Wetter. Das war mir aber nicht konkret genug, Sepp. Das tut mir leid. Frage 23. Wie heißt der Raum, in dem die Dumbledores Army trainiert? Raum von Geist und Zeit. Ja, so ähnlich war das auch. Ach, was weiß der nicht, ey. Drück doch ruhig. Vielleicht ist ja der Raum von Geist und Zeit richtig. Vielleicht ist auch die Kantine richtig. In der Kammer des Schreckens. Das weiß ich, Alter. Gab es die eigentlich dann noch? Oder ist sie verschwunden? Oh, das ist smart. Ganz kurz, ich schaue sie runter. Also, da könnt ihr auch überlegen. Du hast einfach ticken zu hell gerade. Für die Facecam, wie man ich glaube wirklich, ist. Dass das die Jay. Kammer des Schreckens ist, weil die noch unbekannt ist. Für also, ist das deine Leute. Antwort? Ja. Nee. Fuck. Ha. Also, du hast mich so überzeugt damit. Ich dachte wirklich so, das könnte dir sein. Gut, ich schließe die Frage ansonsten in 3. Offenbart zwei, sich den in der Not. 1. Geschlossen und ist der Raum der Wünsche. Der Raum der Wünsche. Ja, sag ich doch, Raum von Geist und Zeit. 24. Wie heißt das Dorf in der Nähe von Hogwarts? Hogsmeade. Das heißt Hogsmeade. Huh? 25. Warum kann Harry im 5. Teil plötzlich Testrale sehen? Was für den? Der 5. Teil. Frage warum? 25. Warum kann Harry im 5. Teil plötzlich Testrale sehen? Oh, weil er zu viel mit der blutigen Feder geschrieben hat vielleicht. Ja. Was ist das, Testrale? Ah. Hat zu viel vor der Tür geträumt. Weil er jetzt endlich mal Eier hat. Sie sieht da seine Testikel. Okay, niemand? Dann schließt die Frage in 3, 2, 1. Er hat die Fähigkeit erworben, weil er gesehen hat, wie Cedric Diggory gestorben ist. Das ist, glaube ich, Robert Pattinson. Wait, der 5. Teil ist mit dem Turnier? Nee. Aber das kommt danach wohl scheinbar. Alter, keine Ahnung, ich kann mich an den 5. Teil gar nicht mehr erinnern. Frage 26. Aber Much. Wen rettet Harry und den Hermine in der Gefangene von Azkaban vor einem Henker? Wen retten? Also, da Name? Da hätte ich gerne den Namen, ja. Weil wen, ne? Benennt. Die Person, das Ding. Wen retten Hermine und Harry in der Gefangene von Azkaban vor einem Henker? Tja, wie heißt das? Das heißt, Sebastian? Schattenfell? Schattenfell heißt das nicht. Tja, keine Ahnung. Aber wie hieß denn das Ding? Geht's um den Greifen? Es geht um den Greifen, ja, oder? Ja, es geht um den Greifen. Stefan. Keine Ahnung, ey. Kacke. Sepp. Wurmzahn. Nee. Wurmzahn? Wer hieß denn ich schließe Wurmzahn die Frage dann? Einfach ansonsten. Wurmschwanzgabet. 2, 1. Frage geschlossen. Es ist der Hippogreif natürlich namens Seidenschnabel. Ach, Seidenschnabel. Ach, das ist ein Hippogreif, das ist Graf, keine Ahnung, das ist gar kein Greif. Ist das ein Graf? Nee. Hippogreif. Hippogreif. Blaues Blut. Hippogreif. Hippogreif. Oh.
Das bei 27. Das ist so eine Nilpferd-Mischung mit Greif, oder? Wer, da möchte ich jetzt wieder einen Namen haben, ja, nicht, dass mir die Person jetzt beschreibt. Wer tötete Bellatrix Lestrange? Jay. Sirius Black. Nee. Peter. Hermine. Nee. Niemand? Der stirbt. Dann schließen wir die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen. Und es ist Mrs. Weasley. Ah! Waren Lestrange und Sirius Black nicht Geschwister oder sowas? Ja. Ah. Damn it. Wäre doch viel cooler gewesen, wenn das der Bruder gemacht hätte. Kacke. Ich weiß aber, kann auch sein, dass der Cousin ist. Ich weiß es gerade nicht genau. Ach, wurde er nicht von ihr getötet? Okay, whatever. Ja. Kann auch sein. Auch da wieder, ja, keine Beschreibung. Aber wo, und das sagt mir jetzt nicht in diesem komischen Raum mit Weiß drin, ja, oder so, sondern ich möchte schon wissen, wie es heißt. Wo kann man Erinnerungen eines anderen betrachten? Ah. Ja? Und jetzt heißt die Antwort ist nicht. Ja, genau, weißt du, jetzt ist nicht die Antwort in dem Ding von Dumbledore, sondern wir wissen, wie das heißt. Jay. Im Brunnen der Erinnerung. Nee, so heißt das nicht. Okay, niemand? Wie sagen die denn immer so Kacknamen? Dann beende ich die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen ist das Denkarium. Ach, Denkarium, weißt du, Brunnen der Erinnerung wäre viel geiler. Kann sein, ja. Muss immer J.K. Rowling schreiben. Ja, ohne Scheiß. Frage 29. J.K. Rowling, ja. Warum war der Schauspieler von Dumbledore im ersten und zweiten Teil ab dem dritten Teil, Jay? Er ist gestorben. Und wird dann deswegen ausgewechselt, logischerweise. Richard Harris ist leider verstorben. Frage 30. Wie kommt man in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum? Durch ein Bild. Nein, das war okay. Okay, ich dachte, man müsste noch die fette Dame bitten, das aufzumachen. Weil das sonst, wenn... Ja, okay. Ja, du läufst doch durch da, also... Sind die in einem Bild, der Eingang? Okay. Wir gehen jetzt von der Metaebene weg, ja? Ja, jetzt... Jetzt werden hier die Zügel angezogen. Frage 31. Welcher Horcrux wird als letztes zerstört? Sepp. Der Portalstein. Das ist nicht richtig. Ach, welcher Horcrux wird als letztes zerstört? Aha. Sepp. Harry. Nee. Harry? Harry wird doch nicht zerstört. Harry ist ein Horcrux? Harry wird doch früher schon getötet durch Avada Kedavra und ist doch dann in diesem weißen Raum und wird von Dumbledore quasi... So, Harry wurde getötet? Alter, was? Ich hab am Ende alles gar nicht mehr hochgekommen. Gar nicht mehr gecheckt. Ja, hast recht, Bram. Okay, ich schieße die Frage in 3. Das Schlänkchen. Nagini. Das Schlänkchen, ja! Nagini ist richtig. Das hätte ich jetzt als nächstes auch noch getötet. Getötet von Neville Longbottom mit dem Schwert von Gryffindor. Nice. Geiler Typ. Frage 32. Danke. Ja? Und da möchte ich jetzt nicht, also Neville, auch wieder, wir sind weg von der Metaebene, ja? Also ich strike euch jetzt alles weg, was hier nicht steht. Was sind die drei Heiligtümer des Todes? Wenn umschreiben nicht geht, Ding, dann... Nee, wenn du mir jetzt erzählst, dann ist... Dass das tot ist. Das ist einmal der Umhang, das ist einmal... Das wird mir schon nicht reichen. Ja, sag ich ja, das ist der Umhang. Reicht dir eins? Nee, ich hätte gerne alle drei. Schwer. Oh, das ist aber auch schon fies für eine 5-Punkte-Frage. Ich könnte dir einen genau benennen. Wie du den haben. Jetzt wird hier nicht hier gehandelt mit dem. Wie ging denn? Wie ging weißt denn du, was? Also, wer mir einen nennt, der kriegt. Elderstab. Der Elderstab ist dabei. So, zwei gibt's noch. Möchte noch jemand? Ansonsten. Kann ja wohl nicht was. Das kann doch nicht sein, weißt du? Er macht jetzt, er zieht jetzt hier die Regeln an. Ich mache wenigstens richtige Antworten im Gegensatz zu dir. Wow. Wir haben noch Jonathan. Wir haben den Umrang und den Kreis. Wir haben noch zwei weitere, wenn jemand möchte. Also schlage ich die Frage. Die Scheibe. 3, 2, 1. Geschlossen. Es gibt noch den Tarnumhang und der Stein der Auferstehung. Ach so. Okay, kein Kreis. Ja, Frage 33. Was oder wer ist Aragog?
Das ist Riesenspinne. Das ist eine Riesenspinne, eine Akromantula, die Hagrid aufgezogen hat. Ich hab gleichzeitig gedrückt mit Sepp, ich wollte gerade antworten. Aber ich hätte gesagt, das ist der Zentaure. Wow. 34. Mit was tötet Harry den Basilisken? Jay. Mit so einem, mit seinem, mit hier mit diesem Zahn. Das ist falsch. Das ist nämlich ein Zahn von einer Giftschlange. Es ist doch sein Zahn. Wie tötet er den denn? Das ist der Zahn von der Giftschlange, die er vorher tötet. Der besticht das Tagebuch mit dem Zahn. Okay, aber die Frage ist, mit was tötet Harry den Basilisk und nicht mit was besticht Harry das Buch? Was weiß der denn, womit er da tötet? Keine Ahnung. Warte mal, was war die Frage nochmal? Mit was tötet Harry den Basilisken? Oh lol, natürlich mit dem Schwert von Gryffindor. Ja, die Frage war nicht, mit was besticht er das Buch? Wieso habe ich mich denn... Ich dachte halt, das tötet dann die Schlange, wenn du halt diesen Zahn von denen nimmst oder sowas. Was weiß denn ich? Und danach nimmt er erst den Zahn und tötet. Frage 35. Welche Position hat Harry beim Quidditch? Hela. Oh shit. Oh shit. Der Sucher. Jo, das ist richtig. Oh Gott, Alter. Frage 36. Welche Lehraufgabe hat Madame Hooch? Lehraufgabe? Welche Lehraufgabe? Ist das Fach? Suchst du das Fach? Was? Das ist die das Quidditch, das Besenreiten lernt. Also, sie lehrt den Kindern das Fliegen auf dem Besen. Ah. Ist okay. Frage 37. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber wer ist der Auserwählte? Neo. Jay. Harry. Harry. Als ob, scheiße, ey. Welcher Harry? Ja, fehlt der Nachname. Das stimmt. Es gibt ziemlich viele Harrys, also jetzt. Frage 38. Wer ist Viktor Krumms Partnerin beim Weihnachtsball? Hermine. Sepp. Granger. Frage 39. Wie kommt man zur heulenden Hütte? Sepp. Durch die peitschende, durch den Tunnel unter der peitschende Weide. Das ist richtig. Ich kenne die heulende Hütte. Die heulende Hütte. Da, wo die Schlange immer abhängt. Ach, die Ratte immer abhängt. Frage 40. Was passiert, wenn man viel Safttrank trinkt? Jay. Dann verwandelt man sich in die Person, von dem du halt ein Haar oder sowas da reingepackt hast. 41. Was macht Harry mit dem Elderstab, nachdem Voldemort gestorben? Zerbrechen. Er zerbricht ihn. Im Buch bei Savile legt er ihn zurück auf Dumbledores Grab. Steht hier noch als Notiz. Was ist denn der Elderstab eigentlich gewesen, außer... Ist das der Stab von Harry oder ist das der Stab von Voldemort? Das ist der von Voldemort. Ja, und von Dumbledore und so weiter. Und der geht ja immer nur. Du bist unbesiegbar, aber der geht an den über, der dich besiegt hat. Oha. Frage 42. Wie verabschieden sich die Weasley-Zwillinge von Umbridge? Sepp. Mit einem großen Feuerwerk. Hier steht zwar gewaltiges, aber das ist okay. Frage 43. Der Gönner. Der Gönner bin ich mal wieder. Frage 43. Wie kommt Sirius aus Hogwarts? Jay. Er ist ausgebrochen. Das ist falsch. Er ist nicht aus... Nein, das ist nicht. Wen kommt Sirius aus Hogwarts? Brauchst du eine genaue einen Namen? Ja, da gibt's... Das ist ja schon sehr eindeutig, ne? Brauchst du einen Namen oder... Eine sehr detailgetreue Beschreibung. Ja, ich brauch schon einen Namen. Okay, ja, das war wichtig. Das ist schon eindeutig zu benennen, wie der das gemacht hat. Wie entkommt Sirius Black aus Hogwarts? Ja. Wie ist die Frage ansonsten? In 3, 2, 1. Geschlossen. Und auf dem Rücken von Seidenschnabel. Ja, genau. Hättest du Seidenschnabel haben müssen? Ja. Okay, weil der Name fiel mir nicht mehr ein. Hatten wir zwar vorhin, aber... Frage 44. Ich schwöre feierlich. Eda. Bram ist eine Nutte. Das ist eigentlich richtig. Was? Ja, doch, das glaube ich schon. 44. Ich schwöre feierlich. Alter, keine Ahnung, Mann. Was eine Frage.
Niemand, der möchte? Selbst vielleicht nochmal mit dem Joker? Nee. Nicht? Dann der Joker, der ist drüben gerade. Gut, dann 3, 2, 1, geschlossen. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tu-nicht-gut bin. Ach, das war für das. Oh. Du bist wirklich ein Tu-nicht-gut, Bram. Tut mir leid. Frage 45. Wie nennt man das Reisen durch Kamine? Also wie nennt, ja? Ich will jetzt nicht beschrieben haben. Wenn man durch Kamine reist. Sepp. Apportieren. Richtig. Oh, nee, Moment. Alles richtig. Nee, das ist leider nicht korrekt, weil wir fragen ja nach dem, wie nennt man das Reisen durch Kamine? Hä? Das ist doch apportieren. Nein, apportieren ist das... Apportieren durch Kamine. Nee, ist volljährigen Zauber und Hexen erlaubt, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Oh! Aber, wie nennt man das Reisen durch Kamine? Boah, das ist aber fies, ey. Ich dachte jetzt, Sepp kriegt den Punkt. Ist das Apportieren das einfach normale Teleportieren ohne Kamine? Quasi, ja. Ich dachte, das ist bei fucking dasselbe. Kamine, wenn man sich normal teleportieren kann. Das weil ist eine verdammt gute apportieren Frage. Kann, Peter. Weil Harry zum Beispiel kann nicht apportieren. Können nur gut abgerichtete deshalb, Hunde. Muss deshalb durch den Kamin. Nutze Info, das heißt auch apparieren, aber ist ja egal. Oder apparieren, ah, geil. Gut, aber ansonsten schließe ich die Frage in 3, 2, 1. Geschlossen. Das Reisen durch Kamine nennt man Reisen mit Flohpulver. Mit Flohpulver? Natürlich. Du musstest dich doch in die Toilette ganz stellen. Eingängiger Name. Muss ich in die Toilette stellen? Nee, du reist mit dem Kamin. Ja, aber Harry stellt sich ja in eine Toilette und kommt dann aus dem Kamin raus unten im Zaubereiministerium. Ja, gut. Frage 46. Von was ist Mr. Weasley total begeistert? Peter. Von Harry Potter. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist aber auch richtig. Ja, er ist nämlich wirklich sehr begeistert also, von Harry Potter. Also, ohne Witz, Harry hat sein Leben gerettet, also. Von Gesetzen und Regeln. Ah, komm, Peter, kriegst du 5 Punkte dafür, aber das ist nicht die Antwort, die wir gesucht haben. Ja, das ist sehr begeistert. Nein, nicht von Gesetzen und ach, komm, Regeln. Das ist auch sehr begeistert von. Ja, aber nein. Die Frage war schon richtig beantwortet. Die, wenn ich jetzt Mrs. Weasley antworte, kriege ich 5 Punkte. Die Frage ist schon durch. Ja, die Antwort ist alle Arten von Muggeltechnik. Ah, okay. So, Frage 47. Welche Gefahr lauert über der Falltür im ersten Film? Jay. Der Hund Cerberus. Der Hund Cerberus ist leider nicht korrekt. Jay. Fluffy. Der Hund Fluffy. Der Hund das Fluffy ist richtig. Cerberus. Cerberus war halt scheiße, Mann, das ist das Vieh. Das Cerberus aus der Mythologie, aus der griechischen oder so. Das ist der dreiköpfige Hund. Ja, ich glaube, Cerberus heißt oder? So, ja. Frage 48. Welchem Haus gehört Luna Lovegood an? Jay. Hufflepuff. Nee. Peter. Ravenclaw. Das ist richtig. Das ist genau das andere. Ja. Frage 49. Vor was hat Neville am meisten Angst? Aha. Sepp. Sich nicht erinnern zu können. Nope. Jay. Als Jungfrau zu sterben. Sepp. Vor der fetten Spinne. Nope, auch nicht. Peter. Vor Head and Shoulders. Okay, ich schließe die Frage. Oh Mann, 5, das ist doch vor dem Spiegel. 4. Vor Voldemort. Nee, auch nicht vor Voldemort. 5. Sepp. Dementoren. Nee, 5. 4. 3. 2, 1, geschlossen. Vor Professor Snape. Ach. Oh, Neville, Alter. Voldemort ist viel schlimmer als Snape. Und die letzte Hallo, Frage. Hallo, der hat Dumbledore getötet, also. Wen heiratet Ron Weasley? Peter. Ach. Hermine Granger. Richtig! 68 Punkte für Peter, ist er leicht abgeschlagen auf dem 3. Platz hinter Sebastian mit 83 Punkten und uneingeschränkt erster ist Jay mit 110. Das war eine lustige Folge. Das war eine sehr lustige Folge. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns wieder nächste Woche oder übernächste Woche oder irgendwann. Ich liebe euch. Tschüss. Ciao. Tschüss.